Nextcloud hält den Release-Zyklus weiterhin hoch und so wurde nun kurz vor Weihnachten Nextcloud Hub 7 vorgestellt. In diesem Release liegt der Fokus darauf, das Arbeiten in der Nextcloud dank besserer Integration der Apps untereinander effizienter zu gestalten. Aber auch spannende neue Funktionen, wie zum Beispiel die Möglichkeit, PDFs direkt in der Nextcloud auszufüllen und zu bearbeiten oder auch die Möglichkeit, an Nextcloud Talk Calls via Telefonnummer teilnehmen zu können, sind hinzugekommen. Was genau die wichtigsten Neuerungen in Nextcloud Hub 7 sind, das erfahrt ihr zusammengefasst in diesem Video. Mein Name ist Daniel von der Firma Apfelcast. Du benötigst Unterstützung bei deiner Nextcloud-Installation in deinem Unternehmen oder du kommst an einer Stelle nicht weiter? Dann melde dich gern bei mir. Ich helfe dir, deine Nextcloud nach deinen Wünschen zu installieren, zu konfigurieren oder vorhandene Fehler zu beheben. Bei Interesse schreib mir einfach eine E-Mail an service@apfelcast.com. Nextcloud Hub 7 bringt eine neue Suchfunktion mit, welche sich Unified Search nennt. Wie gewohnt lässt sich diese über das Lupensymbol rechts oben aufrufen. Unified Search ermöglicht es nun nicht nur nach Dateien oder Apps zu suchen, sondern ebenfalls nach vielen weiteren Inhalten auf der Nextcloud. Also zum Beispiel Talk-Konversationen, Notizen, E-Mails, Tags und vielem mehr. Das Ganze passiert auch in einer neuen Such-UI, die mich persönlich etwas an die macOS Spotlight-Suche erinnert. Innerhalb dieser Suchmaske habt ihr auch die Möglichkeit, noch einige Filter zu setzen, um eure Suche weiter einzugrenzen. Im Bereich der künstlichen Intelligenz setzt Nextcloud weiterhin den Fokus stark auf das Thema Datenschutz und Privatsphäre und unterstützt deshalb nun weitere On-Premise Large Language Models. Dazu zählt unter anderem das in Deutschland entwickelte LF Alpha sowie auch Stable Diffusion. Nach wie vor die zentrale App der Nextcloud ist für viele User sicherlich die Dateien-App. Auch hier gibt es nun einige grundlegende Neuerungen. Der Code der Dateien-App wurde komplett neu in Vue.js geschrieben. Da dieser Code modularer ist und weniger auf JavaScript setzt, sollen sich dadurch die Ladezeiten innerhalb dieser App deutlich verbessern. Nextcloud selbst wirbt hier mit einer Verbesserung der Ladezeiten von bis zu 65%. Auch das Laden von Vorschaubildern und auch die Genauigkeit der Fortschrittsanzeige beim Upload von Dateien soll sich dadurch deutlich verbessern. Darüber hinaus gibt es natürlich noch viele weitere Detailverbesserungen innerhalb der Dateien-App. Wenn ihr dieses Video bis hierhin informativ fandet, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr keine Videos mehr zu den Themen Nextcloud und Open Source verpassen möchtet, dann lasst doch auch noch gern ein Abo da. Ein Feature, das mit Sicherheit von vielen sehnlichst erwartet wurde, ist nun bei Nextcloud Hub 7 mit dabei. Die Rede ist von der Möglichkeit, PDFs nun direkt innerhalb der Nextcloud auszufüllen und bearbeiten zu können. Diese neuen Funktionen stehen direkt innerhalb der Standard-PDF-Viewer-App von Nextcloud zur Verfügung. Hier können nun PDF-Formulare ausgefüllt werden, Freihandzeichnungen vorgenommen werden oder auch einfach Infos über Textboxen hinzugefügt werden. Die hauseigene Office Suite von Nextcloud bietet nun innerhalb der Word-Alternative Documents die Möglichkeit, direkt QR-Codes zu erzeugen und in ein Dokument zu integrieren. Außerdem wird im Bereich der Tabellenkalkulation nun auch die bedingte Formatierung unterstützt. Im Bereich der Notizen ist nun der zentrale Teilendialog der Nextcloud hinzugekommen, um Notizen mit Teammitgliedern oder externen zu teilen. Die Nextcloud Mail-Integration ist ein zentraler Baustein im Bereich der Groupware. Wie von den letzten Nextcloud Releases gewohnt, wurde auch in Hub 7 die Mail-App weiter überarbeitet. So ist nun eine neue Suchfunktion für die Priority-Inbox hinzugekommen und auch die Möglichkeit, E-Mails nach Datum zu sortieren, wurde integriert. Im Bereich von Nextcloud Deck ist nun die Möglichkeit hinzugekommen, Karten mit Bildern zu versehen, sowie die Funktion Erledigt-Status hinzugefügt. Hiermit kann über einen Button den anderen Mitgliedern eines Boards mitgeteilt werden, dass eine Aufgabe erledigt wurde. Beim alltäglichen Arbeiten in Deck sicherlich auch sehr praktisch sind die neuen Tastaturkurzbefehle, welche mit diesem Release auch neu hinzukommen. Hat man bisher seinen Bildschirm in Nextcloud Talk freigegeben, war das eigene Webcam-Bild nicht mehr zu sehen. Das hat sich nun geändert, denn mit dem neuen Release wird nun beim Screensharing zeitgleich eine Miniaturansicht des Sprechers dargestellt. Ebenfalls neu ist die Funktion, dass Teilnehmer aktiv zustimmen müssen, wenn ein Talk Call aufgezeichnet werden soll. Ab und an hat man ja das Problem, dass ein Teilnehmer eines Meetings keine Webcam oder Mikrofon hat oder auch schlichtweg einfach Probleme bei der Einwahl ins Meeting hat. Deshalb ist nun neu die Möglichkeit hinzugekommen, Telefonnummern direkt aus Nextcloud Talk anrufen zu können und auf diese Weise Teilnehmer recht einfach zu einem Call hinzuzufügen.
Hierzu muss natürlich ein entsprechender Telefonieserver vorhanden sein, welcher dann via SIP mit der Nextcloud verknüpft werden muss. Ich hoffe, diese Kurzzusammenfassung der Neuerung in Nextcloud Hub 7 hat euch gefallen. Natürlich, wie immer, steht diese neue Version bereits zum Download bzw. zum Update bereit. Natürlich nicht wundern, das Update wird immer wieder rollend ausgerollt, also kann auch noch bei dem einen oder anderen 1 bis 2 Tage dauern, bis es angezeigt wird. Jetzt würde mich aber interessieren, welches Feature von der neuen Nextcloud-Version gefällt euch denn am besten? Lasst mich gerne mal in den Kommentaren wissen. In den nächsten Tagen und Wochen erwarten euch natürlich weitere Videos zu einzelnen Detailfunktionen hier der neuen Nextcloud-Version auf meinem YouTube-Kanal. Also wie gesagt, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert gerne meinen Kanal, um zum Beispiel rauszufinden, wie ihr eure Voice-over-IP-Anlage mit Nextcloud Talk verbinden könnt oder auch wie ihr neue Large Language Models hier zur Nextcloud hinzufügen könnt. Natürlich gilt wie immer, wenn ihr Fragen habt zur Nextcloud oder allgemein Unterstützung im Bereich Open Source Software benötigt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an service@apfelcast.com. Zum Schluss sage ich natürlich wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und tschüss, bis zum nächsten Mal.